Die offizielle Eröffnung der Landesgartenschau fand am 18. April statt und begeisterte am ersten Wochenende 24.000 Besucher. Landesgartenschau macht Visionen wahr. Die Landesgartenschau in Landau. Auch ich habe immer daran geglaubt, lieber Oberbürgermeister. Ich weiß nicht genau, ob wir irgendwann auch mal allein damit waren, aber ich bin ganz sicher, wir hatten letztendlich ganz, ganz viele, die immer gesagt haben, die Landesgartenschau in Landau, sie wird eine ganz besondere werden. Alles Gute und ich freue mich, dass Sie alle da sind und freue mich, sagen zu dürfen, dass die Landesgartenschau in Landau eröffnet ist. Herzlichen Dank und alles Gute. Mr. Wemsoysoy, we are here mittendrin in der Pfalz. Landau oder Landau. Ja, Landau, egal. Je nachdem kommst du vor von der Pfalz. Es wird Zeit, den Boden abzugraben, kaltem Asphalt und Beton. Und verstecken sich all diese Arten, zeigen sich die ersten Gläser schon. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Gäste von dem vielfältigen Angebot der Landesgartenschau überzeugen und das Feedback der Besucher war durchweg positiv. Fühl dich wohl und sei unser Gast. Lass die Sonne rein, sei auch du dabei. Wir feiern Gartenschau bei uns in Landau. Was bis zum 18. Oktober auf der Landesgartenschau täglich geboten ist, wird nun so manchen Terminkalender zum Schwitzen bringen. Die ganze Stadt hat sich rausgeputzt, Gassen und Straßen ist üben, jede Palme, jeder Fahr, jeder Buchs. Die Sonne ist unser Begleiter, gute Laune ist vorprogrammiert. Wir feiern unsere Gärte, fühl dich wohl und sei unser Gast. Lass die Sonne rein, sei auch du dabei. Wir feiern Gartenschau bei uns in Landau. Lass die Sonne rein, sei auch du dabei. Wir feiern Gartenschau bei uns in Landau. Du, du, du und du. Genießen Sie schöne Tage im Hotel Haus am Weinberg in St. Martin. Freuen Sie sich auf komfortable Zimmer, eine exquisite Küche und einen einzigartigen Panoramablick weit über die Rheinebene hinaus.